Sehr geehrte Studierende, auch ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu dieser Schwerpunktvorstellung des Schwerpunktes Management Accounting. Es freut mich, dass Sie so zahlreich hier eingefunden haben, trotz dieses schönen spätsommerlichen Sommertags. Vorweg, ich bin Assistent am Institut für Management Accounting, habe im März begonnen und werde Ihnen nun stellvertretend für unser Institut eben den Schwerpunkt vorstellen. Welche Inhalte werde ich heute ansprechen? Eben am Beginn werde ich Ihnen das Profil eines Controllers herleiten, Aufgabenbereiche aufzeigen, dann auf das Schwerpunktfach hingehen, die Diplomarbeits-, Masterarbeitsanfertigung, Bachelorarbeitsanfertigung mit Ihnen besprechen, wie das bei uns im Institut abläuft und anschließend das Team vorstellen und die Kontaktdaten zu uns, wie Sie uns erreichen können. Also wir haben ein sehr schönes Bild über die Rolle des Controllers und ich muss jetzt gestehen, ich weiß jetzt gar nicht, wer dieses Bild gezeigt hat ursprünglich, aber es drückt schon ziemlich genau aus, welche Rolle ein Controller im Unternehmen einnehmen soll. Also wir haben hier vorne den CEO, der steht eben für die Führung, das Management und der gibt eben hier die Richtung vor. Also er zeigt, er hat eine Strategie, er hat Ziele, die er eben erfüllt haben will. Und hier hinten am Ende des Schiffs sehen wir eben den Controller, der fest das Steuerruder in der Hand hält und eben dem CEO dabei hilft, diese Ziele, diese Strategie zu erreichen. Das heißt, er soll eben unterstützend wirken. Also es hat ja früher immer diese negativ konnotierten Rollenbilder gegeben, wo man gesagt hat, der Controller ist so der typische Zahlenknecht, Erbsenzähler, aber von dem ist man schon lange weg, weil in einem modernen Controlling-Verständnis braucht es mehr als eben diesen akribischen Zahlenknecht unter Anführungszeichen. Es braucht eben einen Businesspartner, der aktiv die Führung unterstützt, der eben beiträgt im Rahmen der Entscheidungsunterstützung. Das heißt, er fällt letztendlich nicht die Entscheidung der Controller, er soll jedoch dem CEO dabei unterstützen, die Entscheidung zu fällen. Das heißt, er soll Informationen liefern, damit eben Entscheidungen auf rationaler Ebene gefällt werden können, beziehungsweise rationalen Daten, rationale Informationen dahinter stehen und so soll das ökonomische Gewissen des Unternehmens verwirklichen. Zu den Aufgabengebieten, was sind nun die Aufgabengebiete? Das sind einerseits eben Steuerung, Planung, Koordination von Zielen und Kontrolle. Koordination deswegen auch, weil natürlich unterschiedliche Ziele dann bestehen, die auch konfliktär sein können natürlich und der Controller diese über diesen Zielen, über diesen Einzelzielen, Teilzielen stehende Mission oder Vision oder Strategie umsetzen soll und eben hier auch diesen Konnex zwischen den einzelnen Teilbereichen schaffen soll, dass dies eben alles dazu beiträgt, dass eben die Hauptziele erreicht werden. Kontrolle, ganz klar, natürlich gibt es auf diesem Zielerreichungsprozess immer wieder Schritte, wo man eine Kontrolle implementieren muss. Das heißt, sind die Zollzustände erreicht worden im Unternehmen? Hat das Unternehmen geschafft? Sind die richtigen Methoden zur Anwendung gekommen? Und natürlich ist es so, falls hier jetzt Abweichungen auftreten würden, soll der Controller eben diese Abweichungen aufzeigen, einerseits, andererseits aber auch proaktiv werden und natürlich eben Gegenmaßnahmen, Gegensteuerungsmaßnahmen herbeiführen, beziehungsweise die Gründe der Abweichungen aufzeigen. Also hier stehen dann auch noch Anwendungen von operativen strategischen Instrumenten. Das ist klar, jeder Beruf hat so sein Handwerkszeug, sein Instrumentarium, was beherrscht werden will, was natürlich eingesetzt werden muss im Controlling. Hier sind eben plakativ stehen hier eine DB-Rechnung, eine Budgetierung, was Sie ja sicherlich teilweise schon aus den Grundkursen kennen, je nach Schulabschnitt, oder eine Plankostenrechnung, Performance-Management zum Thema. Nächster Punkt ist eben Durchführung von Projekten. Hier geht es eben darum, dass zunehmend Betriebe versuchen eben, ihre Auftragslage in Projekten, jetzt die Aufträge in Projekten zu realisieren, sprich, es werden Einzelprojekte angefertigt und hier soll eben der Controller wiederum in diesen Einzelprojekten bei der Verwirklichung helfen, Informationen liefern, bei Entscheidungen unterstützen, wir eben wieder diese Beraterrolle einnehmen im Zuge von Projekten. Dann haben wir noch die Pflege der Informationssysteme. Hierzu kann ich sagen, dass natürlich, wenn man jetzt Entscheidungen fällen will auf rationaler Datenbasis, dann braucht man Informationen, braucht man Daten, und natürlich auch dann die Systeme dahinter. Und solche Systeme wollen natürlich auch aufgebaut, gepflegt und gewartet werden. Das heißt, man kann natürlich, der Controller sollte natürlich auch sich mit der Pflege dieser Systeme, dieses Datenmaterials auskennen. Vorbereitung von Investitions- und Finanzierungsentscheidungen, beispielsweise wenn jetzt ein Unternehmen sich dazu entschließt, in eine neue Anlage zu investieren, dann ist natürlich auch klar, dass der Controller auch in diesen Prozess eingebunden werden soll. Der Controller kann eben auch hier wieder schauen, rentiert sich die Anlage, ist es sinnvoll, werden die richtigen Entscheidungen getroffen, beziehungsweise sind die Entscheidungen rational, aufgrund rationaler Datenlagen also entschieden worden.
Durchführung von Reporting-Aufgaben. Es gibt wohl kaum einen Controller, der nicht zumindest Monatsende oder Jahresende mal einen Report machen muss. Beim Reporting geht es wirklich grundlegend darum, dass man eben diese Information, die in den Informationssystemen vorhanden ist, die im Unternehmen irgendwo verstreut ist, zu punktgenau zu liefern. Das sprich, man sollte die Information dann eben dort punktgenau hinliefern, wo sie gebraucht wird und auch dann im richtigen Aggregationsgrad. Sprich, es sollen nicht zu viele Informationen, es soll zu keinem Information Overload da kommen, also die Führung soll zielgerichtet unterstützt werden. Das Berufsbild eben schon aus dem ersten Bereich, also hergeleitet eben, interner Dienstleister, beratend wirken, eben Controller auch in Projekten werden sie eingesetzt, generell als Berater, aber in weiterer Stufe dann auch als Abteilungsleiter vom Finanz- und Rechnungswesen und auch vermehrt ist der Trend beobachtbar, dass immer mehr CFO aus der Controlling-Abteilung, also ursprünglich herkommen. Controller sind jetzt grundsätzlich gesehen in allen Branchen also gefragt, beziehungsweise werden in allen Branchen eingesetzt. Hier ist es auch wieder so, dass das sowohl in erfolgs- und bedarfswirtschaftlichen Unternehmen Controller zum Einsatz kommen, das heißt aber auch in allen Branchen eben wie Dienstleistung, Handel, Industrie, Gewerbe, also man braucht eigentlich Controller überall. Und zum Teil auch hat die Finanzkrise, die vorangängige gezeigt eben, oder mehr noch vermehrt den Bedarf an Controller, einen vermehrten Bedarf an Controller losgelöst. Da steht jetzt noch, Controlling ist sehr gut diszipliniert mit anderen, also gut kombiniert mit anderen Disziplinen. Hierbei ist gemeint, dass eben, wenn Sie jetzt hier den Schwerpunkt Management Accounting bei uns absolvieren, dass dies natürlich eben sehr gut kombinierbar ist mit Schwerpunkten wie betriebliche Finanzwirtschaft oder auch Unternehmensrecht und Wirtschaftsprüfung. Aber natürlich soll es Ihnen jetzt bei der Schwerpunktwahl so sein, dass Sie generell Ihre eigenen Präferenzen einfließen, Ihre eigenen Interessen sollen einfließen in diese Wahl. Und generell gesagt kann man Controlling in jedem Bereich, also genauso gut wie Marketing oder eben bis Internet, sind jetzt hier plakativ angeführt, aber eigentlich mit jedem. Also diese Entscheidung soll vorwiegend natürlich Ihren Interessen entsprechen, welche Schwerpunkte Sie sich aussuchen. Jetzt kommen wir noch kurz zu den Anforderungen. Also welche Anforderungen stellt jetzt die Praxis, die Unternehmen, welche Anforderungen stellen die an herangehende Controller? Also hier sind zunächst mal die kaufmännische Ausbildung natürlich Zentrum, steht im Zentrum, eben das Beherrschen dieser Instrumente, des Instrumentariums, wie ich schon gesagt habe, eben, das man natürlich mitbringen muss. Fremdsprachen, das hier steht at least English, soll zum Ausdruck bringen, natürlich, die Unternehmensstrukturen werden international, es gibt Tochtergesellschaften, die dann im Ausland ansässig sind. Der Controller muss natürlich mit diesen Ansprechpartner vor Ort noch kommunizieren können. Konzernsprache ist oft vorwiegend Englisch. Darum ist, sage ich mal, Englischkenntnisse gut. Das sind für den Controller sehr, sehr relevant und werden auch von sehr, sehr vielen Unternehmen gefordert im Bereich des Controllings, oder wenn jetzt ein Personal des Controlling rekrutiert wird. EDV-Kenntnisse, da haben wir jetzt die Tabellenkalkulation, Excel stehen und ERP. Zu Excel kann ich sagen, dass also diese grundlegenden, guten, fundierten Anwenderkenntnisse, die müssen in Excel vorhanden sein. Hier ist es auch so, dass die Praxis das nicht nur fordert, sondern meist auch natürlich bereits schon voraussetzt, dass diese Eigenschaften, dieses Wissen, dieses Methodenwissen mitgebracht wird vom Bewerber, damit er eben das gleich anwenden kann und nicht, dass den Betrieb erlernt. Im Gegensatz bei den ERP-Systemen gibt es die Erfahrung eben, dass hier sehr wohl eben die Zeit den Absolventen, also wenn die jetzt neu im Betrieb anfangen, die Zeit gegeben wird, dass sie sich diese ERP-Systemwissen, spezifisches zum Beispiel, wie es SAP jetzt sein kann, aneignen können. Das heißt, man gibt ihnen den Freiraum, dass sie im Betrieb sich dieses Wissen, nochmal dieses Methodenwissen vertiefen bzw. aneignen können. Beim Excel, wie gesagt, sieht es da, ich weiß es erfahrungsmäßig anders aus, dass eben dieses Wissen schon eher vorausgesetzt wird. Praktische Erfahrungen habe ich hier nochmal stehen auch. Natürlich sammeln Sie, soweit es geht, nicht nur jetzt auf Management Accounting bezogen, sondern generell im Studium bereits praktische Erfahrungen. Die Unternehmenspraxis fordert das und es wirkt sich äußerst positiv aus. Im Zuge einer Bewerbung, wenn Sie sagen, ich habe die und die praktische Erfahrungen während des Studiums bereits absolviert. Jetzt aus Management Accounting spezifisch gesehen ist es natürlich so, dass wenn Sie jetzt bereits im Studium schon mal ein Praktikum im Controlling machen, können Sie vorab schon in dieser frühen Orientierungsphase feststellen, okay, das ist etwas für mich, dieser Bereich, dieses Berufsbild, mit dem kann ich mich anfreunden und das spart natürlich auch sehr viel Zeit im späteren Verlauf, wenn Sie im Studium dann später oder fortgeschrittener sind und dann fertig sind, absolvieren und dann eben in dieser Entscheidungsfindung, wo soll ich jetzt arbeiten, hat man eben schon diese Vorentscheidung, man hat schon ein bisschen mehr Ahnung und kann dadurch eben, dass ich sehr viel Zeit spare. Jetzt habe ich hier noch
Rechnungslegung. Die Grundkenntnisse in der Rechnungslegung werden natürlich vorausgesetzt. Zudem ist es, werten die Unternehmen jeden zusätzlichen Kenntnisse oder darüber hinausgehend vertiefenden Kenntnisse sehr positiv, weil die natürlich sehr gut oder sehr wichtig im Controlling-Bereich auch sind. Jetzt habe ich vorhin gesagt, das Rollenbild hat sich wegbewegt von diesen eher negativ konnotierten Bildern hin zu modernen Bildern, eben zu einem Businesspartner, zu einem Steuerlotsen, eben, der eben hilft, zu einem internen Berater. Und natürlich ist jetzt klar, wenn ich jetzt intern beraten will, da reicht nicht nur auf der einen Seite dieses Methodenwissen aus, da brauche ich auch soziale Kompetenzen. Da brauche ich Teamfähigkeit. Teamfähigkeit warum? Ich muss Informationen von anderen Leuten beziehen aus dem Unternehmen, muss andererseits aber auch mit an meine Informationen, die ich dann aggregiere, verdichte, zielgerecht liefere, muss ich an andere, also die Entscheidungsträger im Unternehmen kommunizieren. Dadurch brauche ich natürlich auch diese Kommunikationsfähigkeit, dass eben meine Entscheidungen auch Gehör finden, also meine Entscheidungshilfestellungen Gehör finden. Analytische Fähigkeiten, natürlich, ein Controller sollte eben diese strukturierte, konzeptionelle Denkweise mitbringen, dass man eben Probleme strukturiert angeht und eben hier eine sehr genaue und akribische, selbstständige Arbeitsweise eben hat. Initiativ ist jetzt noch so ein Schlagwort, das ist auch wieder, wie zuerst aus den Aufgabenbereichen, wie man es da schon herleiten kann, der Controller sollte proaktiv sein. Beispiel hierzu wäre, es finden irgendwelche Abweichungen statt, dann soll man nicht erst warten, bis sich die wirklich zu massiven Problemen hochschaukeln, sondern der Controller sollte hier proaktiv bereits im Vorfeld, sobald erste Anzeichen sichtbar werden, hier tätig werden, diese Abweichungen aufzeigen, diese Abweichungen analysieren, woher rühren sie, woher kommen sie und Methoden finden, Lösungen anbieten können. Genauigkeit ist natürlich ganz klar, wenn man mit so einem Datenmaterial arbeiten muss, mit so einem Zahlenkonstrukt, Belastbarkeit, Unternehmensart, Beharrlichkeit. Beharrlichkeit ist auch noch so ein Punkt, der Controller muss natürlich sehr oft Informationen aus anderen Abteilungen, Unternehmensbereichen heranziehen und natürlich findet das nicht immer beim ersten Mal Gehör, das heißt, man braucht schon so ein gewisses Maß an Beharrlichkeit, damit man da nicht aufgibt oder verzweifelt, sondern da schön zu seinen Daten kommt. Andererseits kann es natürlich auch sein, ich muss diese Informationen, die ich dann aufbereitet habe, weiter kommunizieren. Hier kann es natürlich auch darauf sein, dass kann man auch darauf stoßen, dass diese Informationen nicht sofort angenommen werden, nicht sofort einfließen in die Prozesse. Und auch hier braucht es natürlich Beharrlichkeit, damit man dieses Ziel weiterverfolgt. Kommen wir nun zu den Lehrveranstaltungen. Also grundsätzlich sieht unser Schwerpunktfach so aus, dass eben 5 Lehrveranstaltungen sind. Wobei jetzt für diese 5 Lehrveranstaltungen gelten mal generell bei den Voraussetzungen überall diese allgemeinen BWL-Einstiegsvoraussetzungen, wie Sie sie kennen aus der Broschüre. Zusätzlich haben wir in den beiden Kursen Grundlagen des Management und operatives und strategisches Kostenmanagement eben aus Voraussetzung noch Budgetierung und beim Theorieseminar unter speziellen Aspekten eben einen der beiden Kurse hier, den Sie bereits im Vorfeld absolvieren sollten. Beim Management Control Systems gelten lediglich die allgemeinen Einstiegsvoraussetzungen für eben BWL-Schwerpunkte. Hier sehen Sie noch, wenn wir diese Lehrveranstaltungen anbieten im Semester, also in welchem die Didaktung ist. Ich zeige es Ihnen aber jetzt gleich noch, ist hier ein Überblick. Also es ist natürlich so, der Schwerpunkt ist so konzipiert, dass Sie grundsätzlich diesen Schwerpunkt in 2 Semestern absolvieren können. Hängt natürlich auch stark davon ab, wann Sie anfangen. Hier ist ein Beispiel für ein Sommersemester. Das heißt also, wie man so vorher sieht, man kann eben dann anhand dieser Taktungen sich eben den Aufbau je nach Semesterstart eben so legen, wie man ihn braucht oder wie möglich ist. Beim Masterkursen sieht es jetzt so aus, da will ich gar nicht näher jetzt im Rahmen dieser Schwerpunktvorstellung eingehen. Ich wollte nur dazu sagen, dass eben unser Institut in mehreren verschiedenen Masterstudiengängen eingebunden ist. Hier hängt es natürlich dann auch stark davon ab, welchen Master Sie später absolvieren, beziehungsweise ob Sie überhaupt einen Master absolvieren wollen. Kurz zu den Inhalten der einzelnen Kurse, also im Kurs Grundlagen des Management Accounting werden nun Aufgaben der Informationsversorgung, Planung, Kontrolle und Koordination, wie eben zuvor schon die Aufgabengeräte abgeleitet, gezeigt wurde eben behandelt. Es wird die Organisation des Controllings behandelt, das heißt, wie ist das Controlling in der Unternehmensstruktur integriert, wie ist es eingebunden. Es wird das Reporting behandelt, es werden aber auch Liquiditätspläne und Kennzahlen berechnet, also es vermittelt einfach Grundlagenwissen im Bereich Management Accountings. Im Kurs operativen und strategischen Kostenmanagement werden eben, wie schon die Bezeichnung offen oder nahelegt, eben operative und strategische Instrumente des Kostenmanagements eingesetzt. Beim operativen hier zum Beispiel die Plankostrechnung, aber auch beim strategischen eben
Lifecycle-Costing, Direct-Costing, was Sie teilweise schon aus dem Kurs Kostenmanagement wahrscheinlich kennen. Darf ich da gleich mit einhaken? Gerne, gerne. Ich entschuldige Sie, dass ich zu spät gekommen bin, aber ich hatte noch eine Skype-Konferenz und stelle mich vor, Dorothea Greiling. Ich bin die Institutsvorständin des Instituts für Management Accounting und der Herr Draxler, Herr Magister Draxler, ist eben einer meiner Mitarbeiter, den Sie dann auch in der Lehre erleben werden. Diese Grundlagenkurse würde ich jetzt einfach noch ergänzen. Der Kurs Operatives und Strategisches Kostenmanagement ist sicherlich der Kurs, der am nahtlosesten vom ersten Studienabschnitt überleitet, weil da stehen noch viele Rechenverfahren im Vordergrund. Während wir bei dem Kurs Grundlagen des Management Accounting, da steckt so die Idee dahinter, Ihnen eine Einführung zu geben, was sind so die Aufgaben im Management Accounting des Management Accountants. Und da geht es dann viel um Controlling als Entscheidungsunterstützungsinstrument, um eben Entscheidungen in Unternehmen besser zu fundieren. Also deswegen steht da auch die Informationsversorgung stark im Vordergrund. Und was man auch beobachten kann, Controller, Controllerinnen haben zunehmend in den letzten Jahren einfach ganz viele auch Reporting-Aufgaben. Das also nicht für das externe Rechnungswesen im Rahmen der Erstellung einer Bilanz, aber halt viele betriebliche Informationssysteme am Leben zu erhalten und die mit entscheidungsnotwendigen und entscheidungskritischen Infos zusammenzustellen. Gut. So, ich weitermachen. Wir haben dann, das muss man dazu sagen, im Schwerpunkt Management Accounting haben wir zwei Englischsprache, haben wir eine englischsprachige Lehrveranstaltung integriert, das ist Management Control Systems. Da steht im Hintergrund so etwas wie kann man mit Kennzahlensystemen, mit strategischen Managementsystemen Organisationen steuern, also auch bestimmte die Verwirklichung der Organisationsziele damit umzusetzen. Und diesen Kurs, weil eben auch, wenn man sich so Oberösterreich anschaut, ist es ja doch so, dass diejenigen von Ihnen, die in die Praxis gehen, aber auch die an der Uni bleiben, an Englisch als Lingua Franca kommt man heute nicht mehr drumherum. Und auch, wenn Sie hier auch in die oberösterreichische Industrie gehen, dann werden Sie natürlich häufig die Situation haben, dass zumindest in den größeren Unternehmen, aber auch in den exportorientierten kleineren und mittleren Unternehmen, dass einfach viele Sitzungen ganz automatisch auf Englisch sind. Deswegen war so unsere Überlegung, es ist nicht falsch, sie gleich ein bisschen mit Englisch zu konfrontieren. Dann ist ein Theorieseminar vorgesehen, in dem Sie dann auch eventuell eine Bachelorarbeit schreiben sollen. Da fahren wir meistens so die Linie, Theorieseminare werden jedes Semester angeboten, haben aber natürlich diese Voraussetzungskette. Ich mache meistens eins auf Englisch und es gibt da mindestens ein Theorieseminar noch in Deutsch. Also, und es macht auch auf Englisch, das ist häufig deswegen auch ganz gut, weil wir haben ja auch Erasmus-Studenten und da mischt sich das mal. Und es ist ja auch bereichernd, wenn da mal Studenten aus anderen EU-Staaten oder weltweit drin sitzen. Es gibt dann noch den ICA, spezielle Aspekte des Management Accountings. Der ist so geprägt von der Idee, Controlling kann man ja institutionell sehen. Also Sie arbeiten als Controllerin in einer Stabsstelle und arbeiten dann irgendwie dem Finanzvorstand, dem Chief Financial Officer zu. Controlling hat aber auch zunehmend, das ist zumindest meine Beobachtung, wird eingebunden in die Steuerung großer Projekte innerhalb von Unternehmen. Und das war eben für uns so der Anlass zu sagen, wir vertiefen jetzt nicht irgendwie, wir machen speziell was, wo wir dann halt so Grundlagen des Projektmanagements und des Projektcontrollings drin haben. Weil das einfach im Sinne, also Bachelor sollen ja auch immer berufsvorbereitend sein und da steckt halt die Idee dahinter, der Bachelor soll nun auch eben dieser Entwicklung einfach, wie man sie beobachten kann, Rechnung tragen. Und das ist dann, und deswegen haben wir den drin. Das wäre also so der inhaltliche Schwerpunkt des Controllings im Bachelorstudium. Im Masterstudium sind wir in zwei Masterstudiengängen drin.
erstens mal im Master, wir müssen auf die Zeit schauen, gell? Ja. Im Master General Management, da sind wir mit dem ICAR, Introduction into Managerial Accounting drin. Der Master General Management ist ja der Master, der eher, sagen wir mal, generalistisch angelegt ist, auch einen starken Anteil Human Resources, Organizational Change und so weiter, hat wird auf Englisch abgehalten. Der zweite Master, in dem wir vertreten sind, ist der Master, was eher, sagen wir mal, Spezialisierungsmasterstudiengang gedacht ist, der Master in Finance und Accounting. Und da kommt dann so weil ich eben von meiner Herkunft her eher so aus diesem verhaltensorientierten Management Accounting komme, also das Controlling verknüpft mit Theorien, wie denken wir, wie entscheiden wir, wie verhalten wir uns in Gruppen, wie verhalten sich Organisationen, haben wir dann eben auf der Master-Ebene noch einen Kurs verhaltensorientierte Ansätze des Management Accounting. Gut, Diplomarbeit, da hoffen wir immer, also beim Bachelor ist es ja für Sie nicht mehr relevant, aber wir haben noch sehr viele, da haben wir ja zuletzt im Sommersemester 2012, glaube ich, zum ersten Mal nicht mehr inskribieren konnte, können Sie sich vorstellen, es sind noch etliche in der Pipeline. Bei der Diplomarbeit haben wir immer eine Themenliste auf der Homepage und die Themenvergabe erfolgt ganzjährig, also wir haben da keine festen Zeitpunkte und ich verlange aber von Ihnen, dass Sie so ein fünfseitiges Exposé schreiben, wie stellen Sie sich das vor, können Sie das in einem halben Jahr bearbeiten, also die Diplomarbeit, wir reden von der Diplomarbeit. Bei der Bachelorarbeit, das dürfte für die meisten von Ihnen eher interessant sein, die Bachelorarbeit ist ja immer an ein Theorieseminar gekoppelt. Und da ist die Bearbeitung halt innerhalb des Sommersemesters bzw. innerhalb des Wintersemesters, in dem Seminar halt, in dem Sie diese Bachelorarbeit machen. Genau. So, sehen Sie noch das Team, den Herrn Fraxel haben Sie schon vor uns. Sonst ist es ein eher weibliches Team Danke sehr.